habe Tag und Nacht, auch im Hochsommer, eine Strumpfhose an. Im Sommer trage ich meist eine Feinstrumpfhose. Diese wird mir in der Regel auf dem Bett angezogen. Dabei sollten meine fremden Hände darauf achten, dass ich sie nicht aus Versehen trete. Ich habe immer Strümpfe unter der Strumpfhose an. Erst wird sie mir am linken, danach am rechten Fuß angezogen. Sie wird mir bis zu den Pobacken straff an den Beinen hochgezogen. So, ich ziehe das nochmal kurz hoch. So ist gut. Ja, okay, perfekt. So. Gut, dann dreh dich mal. Ich werde auf den Bauch gedreht und die Einlage wird am Po glatt gezogen. Die Einlage muss am Po faltenfrei sein. Jede kleine Unebenheit bereitet mir sehr große Probleme. Ja, ist gut so. Okay. Und warte, hier ist noch etwas schief. Wenn alles passt, wird mein Oberteil über meine Einlage gelegt und die Strumpfhose darüber gezogen. Ach du, ich mach's ein bisschen so. So passt es wieder, oder? Ja. Gut. Okay, dann dreh ich dich erstmal. Wieder auf den Rücken drehen, die Einlage nochmals richtig in meine Leisten und glatt ziehen. So ist gut. Ja, okay. Auch vorne wird das Oberteil über meine Einlage gelegt. Die Strumpfhose ziehen mir meine fremden Hände über das Oberteil. Ja. Okay. Die Strumpfhose an meinen Beinen nochmals stramm und über meinen Bauch ziehen. So. Ich mag es, wenn die Strumpfhose richtig zwischen meinen Leisten und den Hoden ist. Hinten nochmal hochziehen. Mich wieder auf den Bauch drehen und die Strumpfhose mit leichtem Zug am Rücken richtig nachziehen. In der Wohnung ziehe ich keine Hose über die Strumpfhose. So. Gut.